Tja, Johanna, auf welcher Kamera siehst du mich jetzt? Ich werde versuchen, es dir nicht übel zu nehmen, dass wenn ich schon mal ins Kalletal hochfahre, du dich meiner Umarmung entziehst und dich einfach zu Hause aufs Sofa setzt. Aber schön, dass ich bei euch sein kann. Danke, dass ihr gekommen seid. Dabei habe ich gar nicht so sehr vor, euch zu predigen. Das, was ich mitgebracht habe und wo ich das Privileg des Vertreters gezogen habe und sagte, du, ich schaffe es nicht, mich jetzt in eure Reihe einzufügen, ich bringe das mit, was mich im Herzen bewegt, das predige ich in ganz großer Linie mir selber. Ich habe die letzten Wochen ein paar Stürme in meinem Leben erlebt. Patsy und ich haben 4 eigene Kinder, 3 Angeheiratete. Dazu, das sind 7, mit uns 9. Wir sind in 5 Gemeinden unterwegs, tragen in mehr oder weniger unterschiedlichem Ausmaß, aber alle im Reich Gottes irgendwo Mitverantwortung. Und es ging nicht nur uns so, dass wir am Kämpfen waren. Vor 10 Tagen mussten wir uns dann mal zusammenschalten, mal über Skype, so die Family-Konferenz von Bayern bis ins Lipperland und mal miteinander austauschen, miteinander erzählen, füreinander beten. Manches konnte man offen ansprechen, manches blieb da in der Andeutung verborgen. Aber wir merkten, wir sind in der Mitarbeit herausgefordert. Wir sind auch ziemlich frustriert. Der ein oder andere von uns sagte, das hat so keinen Wert. Und irgendwas muss sich grundlegend ändern. Ich habe in diesen Tagen mir einen der Texte, der über die Gemeinde spricht, rausgeholt und habe ihn nochmal durchbuchstabiert. Nicht so sehr, um ihn euch zu predigen, mehr um meine eigene Perspektive wieder irgendwo zum Laufen zu kriegen. Und wenn dann der Johann anruft und sagt, sag mal, kannst du kurzfristig einsteigen, dann sage ich, ja, kann ich schon, solange ich predigen kann von dem, was mein Herz gerade füllt. Und ich mich nicht in eure Reihe eingliedern muss. Danke, dass ihr das erträgt. Das, was mein Herz bewegt, ist, wie sieht das aus, wenn ich in der Gemeinde Gottes unterwegs bin? Wie sieht das aus mit meiner Mitarbeit, wenn die mich manchmal nicht nur unter Spannung setzt, sondern so zieht, dass es am Reißen ist? Das, was kaputt geht, das Narbengewebe entsteht. Wie sieht das aus mit der Mitarbeit nach 2 Jahren Corona, wenn alles anders läuft als geplant? Wie sieht das aus, wenn in der Mitarbeit der Gemeinde unterschiedliche Meinungen aufeinanderstoßen? Ja, innerhalb einer Familie unterschiedliche Meinungen aufeinanderstoßen können und dann auch in der Gemeindefamilie das Ganze ja mitunter schwierig wird. Wie würdet ihr, wenn ihr euch vor den Spiegel stellt, die Frage beantworten, wie Mitarbeiter der Gemeinde aussehen? Hier auf der Folie steht eine Sache schon, bei der der ein oder andere durch den Kopf ging. Mir ging die sehr stark durch den Kopf, enttäuscht. Hatte Gespräche geführt, hatte Sachen erlebt, die mich von einer Täuschung geheilt haben, wo ich in Illusion lebte. Und vielleicht kannst du das nachvollziehen, dass wir als Mitarbeiter in der Gemeinde manchmal so viel investieren und dann so wenig Frucht sehen, und dann nachts mal da liegen und sagen, wofür eigentlich? Ich bin enttäuscht, sollen sie doch bleiben, wo Pfeffer wächst, ich mag nicht mehr. Wenn wir in dieser Enttäuschung, nachdem wir so begeistert gestartet sind und so viel Freude erlebt haben, der ganze Drops klein gelutscht wurde und irgendwo, kennt ihr diese Süßigkeiten, die außen ganz süß sind und innen drin scharf oder bitter? Mir hat mal meine Tochter so eins angedreht. Da bist du erfolgreich gestartet und denkst, Halleluja, gut ist es. Und auf einmal, bumm, gehen alle Geschmacksknospen auf Kollisionskurs. Und mancher erlebt das in der Gemeindemitarbeit. Sind Mitarbeiter der Gemeinde nicht manchmal entmutigt? Halt diesen Blick mal im Spiegel aus. Guck mal in den Spiegel und setz mal dich da ins Bild. Das heißt, in vielen Fällen brauchst du dich gar nicht ins Bild setzen. In vielen Fällen stehst du vor diesem Spiegel und siehst, was da ist. So viel Einsatz, so viel endlose Stunden, so viel Putzerei. Eine dieser undankbaren Aufgaben im Gemeindehaus, die man nur sieht, wenn sie nicht gemacht werden. Oder so viele Stunden nachts am Computer, um die Technik hier für den Livestream am Laufen zu haben,
Kein Mensch weiß, wie viele Stunden es dauert, damit der PowerPoint auch live mit übertragen wird oder was auch immer ihr da macht. Ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es endlose Stunden sein kann. So viel investiert und so wenig Anerkennung, so viel zu tun und so wenig Kraft, so wenig Fähigkeiten, so wenig Ressourcen. Mitarbeiter der Gemeinde sind entkräftet. Sorry, Johann, du weißt, ich bin Systematiker, das muss alles mit enttäuscht, entmutigt, entkräftet. Ich hätte da auch sagen können, einfach kaputt, frustriert, todmüde, fertig, ausgelaugt. So viel Kampf, so viel Arbeit und so wenig andere, die mit anfassen. Ja, Mitarbeiter der Gemeinde. Solltest du Mitarbeiter der Gemeinde sein und dich so fühlen, dann wisse, es ist nichts Außergewöhnliches. Das ist eigentlich das Normale. Das Problem ist nur, wenn es dabei stehen bleibt. Wenn du vor dem Spiegel stehen bleibst und dich beobachtest, dich analysierst, dann wird das sogar so eine Feedbackschleife, die sich verstärkt und du wirst kaputt gehen vor deinem Spiegel. Und in der Einsamkeit, selbst wenn du in der Öffentlichkeit sonntagmorgens noch ein Lächeln im Gesicht trägst, aber innerlich bist du schon hohl, entleert, völlig entkräftet. Mitarbeiter der Gemeinde zu sein, reicht nicht. Mitarbeiter der Gemeinde zu sein, ist nicht das Ziel. Mitarbeiter der Gemeinde zu sein, ist keine Hilfe gegen all das. Du brauchst einen Perspektivwechsel, der sich nicht auf sein Spiegelbild konzentriert, sondern du brauchst einen frischen Aufblick zum Herrn und zu sagen, Herr, ich bin nicht Mitarbeiter der Gemeinde, auch nicht der Evangelisch-Freikirche im Kalletal. Ich bin Mitarbeiter Gottes, der mich halt in seiner Weisheit, man höre und staune, in seiner Liebe in die Evangelisch-Freikirche Kalletal gestellt hat, nicht Mitarbeiter der Gemeinde. Wann immer ich mich als Mitarbeiter der Gemeinde, der Bibelschule, Mitarbeiter im Reich Gottes definiere oder Mitarbeiter in diesem lokalen Ort, in unserer Filiale, wo wir unterwegs sind, für mich Andreas Gemeinde Lemgo oder Bibelschule Brake, wo immer ich mich so definiere, bleibt mir kein anderer Weg, als enttäuscht, entmutigt, entkräftigt, irgendwann die Segel zu streichen oder einen Weg zu finden, wo ich mir auf niedriger Flamme mein Leben einrichte und 0815 dahin lebe, als gäbe es nichts anderes. Doch, es gibt was anderes. Und das ist die Botschaft von heute Morgen. Du bist nicht dazu berufen, Mitarbeiter der Gemeinde zu sein, du bist dazu berufen, Mitarbeiter Gottes zu sein. Gemeinde ist dann vielleicht der Ort, an dem du stehst. Aber du bist nicht in erster Linie den anderen gegenüber Rechenschaft schuldig. Du bist nicht in erster Linie für die anderen da. Wir dienen nicht Menschen, weder den anderen noch mir selbst, sondern wir sind Mitarbeiter Gottes. Und dann wäre die Folge, dass ich zwar Enttäuschung kenne, ja, natürlich verliere ich als Mitarbeiter Gottes die Illusion, dass das immer so schön wäre, dass Täuschungen wegfallen. Natürlich erlebe ich Entmutigung, dass die Berge groß sind und ich Stückchen für Stückchen sie abtragen muss und Zeit und Geduld brauche. Natürlich erlebe ich auch die Kraftlosigkeit, die, wenn ich auf mich schaue und feststelle, wie wenig und wie begrenzte Kraft ich nur habe. Aber in dem Moment, wo ich den Perspektivwechsel vornehme und jetzt nicht mehr mich als Mitarbeiter der Gemeinde definiere, sondern darüber hinaus als Mitarbeiter Gottes definiere, habe ich einen anderen Arbeitgeber, habe ich ein anderes Verhältnis zu der Arbeit, die auf mich zukommt, habe ich ein anderes Verhältnis zu mir selbst. Und als Mitarbeiter Gottes kann ich entspannt sein. Das ist die Botschaft, die der Paulus durch den Heiligen Geist den Korinthern schreibt und sagt, ihr Lieben, ich habe euch was mitzuteilen in eurem Gezänk über die Mitarbeiterschaft in eurer Gemeinde, über den Wert und Nichtwert einzelner Mitarbeiter. Hört hin, was euch der lebendige Gott zu sagen hat. Und ich lese uns die Worte aus 1. Korinther 3, 5 bis 9. Wer seine Bibel hat, schlägt sie mit auf. Ihr daheim, ihr habt sie ja neben euch liegen. Bitte schlagt sie mit mir auf. Ich lese im 1. Korintherbrief, im 3. Kapitel, ab Vers 5. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat.
Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld. Ich sehe einzelne Bibelschüler hier unter uns. Nur um deretwillen, lasst mich kurz mal einen Satz sagen. Der Grund, warum ich froh bin, nicht Homiletik, die Lehre von der Predigt zu unterrichten, ist, dass ich völlig unbeschwert arbeiten kann. Wir fangen, wenn wir von Perspektivwechsel reden, nicht vorne an und gehen durch den Text. Wir fangen hinten an, springen dann nach vorne und arbeiten uns wieder durch. Weil hinten steht das, worauf es ankommt vom Grundverständnis. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld. Wenn ihr die Botschaft versteht heute Morgen, dann legt sich der Rest, dann fallen die Puzzlesteinchen an ihren Platz. Also lasst uns mal gucken, was passiert, wenn wir uns das anschauen. Die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu Christi ist etwas so Wunderbares, etwas unverständlich Hohes, so etwas, was das Geheimnis der Gedanken Gottes widerspiegelt. Wie sollte der Heinz davon etwas begreifen? Welche Worte sollte Gott denn wählen, um uns Menschen deutlich zu machen, wie seine Weisheit in der Gemeinde sichtbar wird? Wie an anderen Stellen, wenn er von Sachen schreibt, die mir zu hoch sind und ich sie nicht verstehen kann, nimmt er das ganze Stück und legt erstmal eine Salamitaktik an, schneidet das in kleine Teile und sagt, ich nehme jetzt mal dieses ganze Wunder der Gemeinde und zerlege das in kleine Einzelteile. Und weil die Einzelteile immer noch zu schwer sind, Heinz, für deinen Verstand, vergleiche ich ein Einzelteil mit einem Bild, was du aus deinem Alltag kennst. Nicht das einzelne Bild ist alles, was ich dir über das Heil oder über die Gemeinde zu sagen habe, aber es spiegelt eine Nuance wider, ein Teil. Du darfst die Bilder nicht gegenseitig ausspielen. Du darfst sie nicht in Widerspruch zueinander setzen. Sie sind dafür da, dass du etwas davon begreifst. Und nun hört und schaut hin, wenn der Heilige Geist die Gemeinde in 1. Korinther 3 mit dem Ackerfeld vergleicht. Dann nimmt er einen Teil dessen, was Gemeinde ausmacht. Nicht alles, da ließe sich noch ganz viel anderes sagen. Aber nimmt einen Teil des Bildes der Gemeinde und vergleicht es mit etwas, was wir aus unserer Umgebung kennen. Ihr, die ihr hier im Raum seid, guckt doch mal kurz aus dem Fenster und bewundert das Ackerfeld da draußen. Prägt euch kurz ein, wie es jetzt aussieht. Wir brauchen das nachher noch. Jetzt dürft ihr wieder nach vorne gucken. Lass uns mal mit dem Ihr seid Gottes Ackerfeld anfangen. Wenn ich dich gefragt hätte, welches Bild, welches Analogiebild fällt dir als erstes ein, wenn es um Gemeinde geht? Was würde dir einfallen? Das Familiengala-Essen um den Tisch? Ja, manchmal der Familienzoff um den Tisch, je nach Gemeinde, nicht bei euch, aber es soll Gemeinden geben, wo man das dran denken könnte. Da könnte ganz viele Bilder einfallen. Würde euch so ein Bild einfallen? Ist das das, an was du denkst, wenn es um Gemeinde geht? Entspannend, oder? Stressfrei, oder? Herrlich fruchttragend, oder? Ihr seid Gottes Ackerfeld. Der Herr Jesus ist mit seinen Jüngern durch die Landschaft gezogen und hat viele Felder gesehen und hat vieles gesehen, beobachtet und hat ihnen aufgrund von dem, was er sah, manche geistlichen Lektionen beigebracht. Und so erzählt er ihnen in Matthäus 13 ein Gleichnis und sagt, Leute, es ging ein Sämann zu säen und er hat das Wort Gottes genommen und ausgestreut. Jetzt weiß ich nicht, mit wem ihr euch in diesem Gleichnis vergleichen würdet. Da fiel einiges vom Wort Gottes auf den Weg. Da kamen die Vögel und haben es weggenommen. Und der Herr sagt, weißt du, so geht das mit Menschen, die verstehen nicht, um was es geht.
ist ja auch nicht so unbedingt das, was uns in der Welt überall begegnet. Dass uns das Wort Gottes den Spiegel vor Augen hält und sagt, du bist geschaffen als Gegenüber Gottes. Du bist geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Und dann lehnst du dich gegen diesen Schöpfer Gott auf, du Mensch, ihr Menschheit, lehnt euch auf, wollt Gott ersetzen, wollt euch an seine Stelle setzen, wollt eigene Wege gehen. Ihr habt Gott den Krieg erklärt. Wisst ihr, dass ihr dankbar sein könnt, dass Gott euch nicht den Krieg erklärt hat? Ihr mögt in Feindschaft, bewusst oder unbewusst, aber wenn du seine Autorität in deinem Leben nicht anerkennst, lebst du in Feindschaft gegenüber dem, der die Autorität hat. Lebst du in Rebellion gegenüber dem, der der Herrscher ist? Lebst du in direktem Widerspruch gegen den, der Himmel und Erde geschaffen hat? Stellt euch mal vor, dieser Gott hätte jetzt dem Menschen die Feindschaft erklärt. Wo wären wir? Aber dieser Gott ist ein Gott der Liebe und er geht dem Menschen nach. Und dann lesen wir in der Bibel, wie er das über Jahrhunderte tut, angefangen im Garten Eden. Mensch, wo bist du? Und er sucht ihn, er fordert ihn auf, mal Bilanz zu ziehen. Hast du Bilanz gezogen, wo du stehst in deiner Beziehung zu Gott? Und hast du dann dieses Wort gehört, dieses Wort Gottes, das, was wir das Evangelium, die frohe Botschaft nennen, dass Gott dem Menschen nachgegangen ist aus Liebe, dass Gott Mensch wurde, dass Gott in Jesus Christus einen Weg zur Versöhnung geschaffen hat, damit wir, die verlorene Menschheit, die in Rebellion gegen ihn lebt, wieder zur Gemeinschaft kommen darf? Hast du dieses Wort gehört und verstanden, dass sein Tod am Kreuz dich frei macht von aller Schuld, von allem, was dich von Gott trennt? Und dass seine Auferstehung am Ostermorgen dich einsetzt in ein völliges neues Leben, was wieder seine Autorität und seinen Herrschaftsanspruch über dich neu bestätigt und dich vor ihm beugst zu einem Leben, was jetzt für ihn gilt? Wenn du das nicht verstanden hast, pass auf, dann werden die Vögel kommen und diese Botschaft ganz schnell aus deinem Herzen nehmen, weil sie keine Bedeutung für dich hat. Vielleicht solltest du dem, der die Botschaft gibt, mal ein Gebet gen Himmel schicken und sagen, Gott, ich verstehe das nicht, aber bitte mach's mir deutlich, was das mit mir zu tun hat. Vielleicht solltest du einem, der neben dir sitzt in den Reihen oder nachher per Telefon auf eine eingeblendete Telefonnummer oder eine E-Mail schreiben und mal jemand nachfragen. Weil sonst kommen die Vögel und fressen weg, was an der guten Botschaft da liegt. Könnte ja auch sein, dass die gar nicht auf den Weg fiel bei dir, sondern dass sie auf den steinigen Boden fällt. Da nimmt man es mit Freuden auf. Oh, klasse, ist gut, Christus starb für mich. Wer hört das nicht gern? Aber da ist dann keine Substanz drunter, kein weiteres Wachstum. Zu einem Leben, dass du gerettet wurdest, damit du jetzt Frucht bringst, bist du nie durchgekommen. Sondern irgendwann ist das alles verschütt gegangen und dann sagt der Herr Jesus, bei den ersten Schwierigkeiten, wenn die ersten in der Familie mal das Gesicht verziehen oder der Arbeitskollege ein bisschen spöttelt, wo du wieder den Sonntagmorgen verbracht hast, da gibt man dann auf. Ich mach dir Mut. Pass auf, dass das Wort, dieses fruchtbringende, seligmachende Wort bei dir nicht einmal nur aufflackerte und dann gleich wieder nutzlos weg ist. Ihr seid das Ackerfeld Gottes. Ich glaube, die Gefahr ist groß, dass es auf fruchtbaren Boden stößt, dass es aufgeht, dass alles da ist, um Frucht zu bringen. Und vielleicht sind das dann diejenigen, die zum Teil es auch hier in Gottesdienst schaffen oder zu Hause noch vor ihren Geräten sitzen und sagen, ja, das Wort Gottes ist auf fruchtbaren Boden gestoßen. Ja, die Bedingungen sind gut. Aber jetzt passt auf, der Herr spricht von den Dornen und dem Gestrüpp, was dann wächst und was all die anderen Nährstoffe, all die andere Zeit, Kraft, Energie unseres Lebens aufsaugt, sodass schlussendlich das Wort Gottes nicht zum Ziel kommt, einer Frucht für den Herrn. Nur der vierte Teil dieses Ackerbodens, von dem Jesus in Matthäus 13 spricht, ist gutes Land und das bringt Frucht. Wir sind nicht allein geblieben, wir feiern das Abendmahl heute miteinander. Ihr seid Gottes Ackerfeld. Unterschiedlich, ja, aber wir dürfen zusammen dieses Ackerfeld Gottes sein und miteinander bekennen, wir gehören ihm. Ihr Lieben, der Satz ist wichtig. Die Ekklesiologie, die biblische Lehre von der Gemeinde ist wichtig, weil sie uns lehrt, dass die Gemeinde nicht uns gehört,
ist wichtig, weil die Gemeinde, die evangelische Freikirche Kalletal, nicht euch gehört. Ich gehöre ja nicht mal in eure Gemeinschaft. Ich habe in eurer Gemeindeversammlung kein Rederecht. Aber was soll ich sagen? Sie gehört nicht euch. Es ist Gottes Ackerfeld. Und Gottes Ackerfeld heißt, es ist sein Eigentum. Lass uns angucken, was passiert, wenn Gottes Eigentum auf seine Autorität stößt und damit zu unserer Gelassenheit beiträgt. Gottes Eigentum heißt, diese Gemeinde gehört nicht den Pflanzen. Der Ackerboden da draußen gehört nicht den Pflanzen. Das würde ja ganz schnell in Anarchie auswachsen. Jedes Pflänzchen würde sagen, ich will das, ich will das. Als ob es jemand interessiert, was du in der Gemeinde willst. Sorry. Meine Gemeinde, in deren Mitgründung ich schon dabei war und mithelfen durfte, die sieht bis heute nicht so aus wie die Gemeinde, die ich gerne hätte. Und der Herr hält mir immer den Spiegel vor Augen und sagt, Heinz, es geht doch gar nicht darum, ob dir die Gemeinde gefällt. Es ist meine Gemeinde. Oh, hoppla, das ist was ganz anderes. Du bist Mitarbeiter, du strengst dich an. Ich muss doch in meiner Gemeinde das zum Ziel führen. Halt, stopp, es ist nicht deine Gemeinde. Entspann dich. Es geht gar nicht darum, ob du dein Ziel in der Gemeinde erreichst. Der Ackerboden gehört nicht den Arbeitern, die drauf beschäftigt sind. Die haben einen Auftrag vom Besitzer des Bodens, ja. Aber sie haben nur den Auftrag, es ist nicht ihr Ackerboden. Sie können nicht aus dem Ackerboden da plötzlich einen Golfplatz machen, wenn es nach mir ginge, eine entspannte Wiese mit Wildblüten, einem warmen Liegestuhl, einen Kühlschrank mit Getränken drin und ein Grill müsste noch dabei sein. Ich weiß, wie gut ihr grillt, ihr Leute hier. Ja, dachte vorher unten an eine wunderbare Stunde und ein leckeres Essen, was ich mal bei euch erlebt habe. So würde mein Garten aussehen, aber es ist nicht mein Ackerfeld. Deine Vorstellung über Gemeinde spielt eigentlich keine Rolle. Entspann dich und hör auf, dafür zu kämpfen, sofern nicht diese Vorstellung Gottes Vorstellung ist, die er dir gesagt hat. Aber die Prüfung, die müsste man vorher vornehmen. Der Herr hat uns geschaffen und wir gehören ihm. Wir sind ihm davongelaufen. Er hat uns durch das Blut Jesu Christi erkauft. Jetzt gehören wir doppelterweise ihm. Wie können wir es wagen, als Gemeinde dann zu sagen, wir machen, was wir für richtig halten? Nein, wir gehen auf die Knie, wir fasten, wir beten und wir ringen darum im Gespräch miteinander, Herr, was möchtest du in deiner Gemeinde tun? Und das kann, aber das muss nicht zusammenpassen zu dem, was ich als mögliche Antwort halte. Denn die Autorität in der Gemeinde ist Gott allein. Was er sagt, zählt. Eure Gemeindesatzung sollte 1189 Kapitel haben. Meine ist in Leiter gebunden. Sie ist überall frei verfügbar im Internet oder kaufbarerweise zu erstehen. Ihr habt vorne im Foyer ein paar Ausliegen. Ich nehme an, wenn du keine hast, du kannst hier in der Gemeinde die Mitarbeiter gerne fragen. Sie werden dir sicherlich dafür sorgen, dass du eine kriegst. Diese Gemeindesatzung, dieses Grundgesetz der Gemeinde Jesu Christi ist nicht das, was wir wollen. Es ist sein Wort, es ist seine Autorität. Was da klar drin steht, darf nicht diskutiert werden. Da darf diskutiert werden, wie wir es umsetzen. Aber die Autorität Gottes in seinem Wort bleibt unzerbrüchlich. Das ist das ewige Wort. Unser Zeitgeist, unsere Philosophie, die verändern sich und sie gehen dahin. Was nicht klar da drin steht, über dem halten wir Frieden. Das sind die Möglichkeiten Gottes, wie er uns zur Liebe miteinander anspornt, wo wir den anderen doch nicht recht verstehen, wo wir gar nicht uns fragen, wie kommt man da drauf, das so und so zu verstehen. Aber wenn es nicht klar geschrieben steht, dann lass uns Liebe halten, weil wir gemeinsam unter der Autorität Gottes stehen. Und dort, wo Gott regiert, da ist für uns erst einmal ganz viel Gelassenheit angesagt. Da entspann dich. Denn wo Gott regiert, kommt er an sein Ziel. Es ist ein christlicher Mythos, dass Gott mit jedem und allen an sein Ziel kommt. Nein, du kannst Nein sagen dazu. Du kannst dich wehren. Und dann lässt sich Gott. Aber dort, wo wir dem Wort Gottes folgen, dort, wo sein Wille regiert, da, wo seine Herrschaft bestätigt wird, kommt er an sein Ziel. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen.
Da geht es nicht darum, was ich in der Gemeinde möchte, sondern ich weiß, das Beste, was ich der Gemeinde tun kann, ist dafür zu sorgen, dass Gottes Wort Autorität hat. Ein letzter Gedanke dazu. Und dann habt ihr die Grundlage in der Ekklesiologie in einem Bild mal gelegt. Und das ist das Ackerfeld. Habt ihr rausgeguckt? Habt ihr da irgendwas von Hektik, Panik, Fußpilz gesehen? Habt ihr da irgendetwas gesehen, wo falsche Erwartungen und hausgemachte Probleme entstehen, weil irgendein Arbeiter sagt, das muss jetzt aber nach meinem Zeitplan funktionieren? Habt ihr den Bauer da draußen beobachtet, der an den Pflänzchen zieht, damit die ein bisschen schneller wachsen? Habt ihr seine Angestellten beobachtet, die da stehen und sie anbrüllen, nun macht mal hinne! Das Bild vom Ackerfeld ist ein Bild von Geduld, von Ruhe. Ich habe jetzt das Vorrecht, dass ich immer noch unerfahren und jung genug bin, um viele Fehler zu machen und nicht zu euch Senioren gehöre, die ihr lebenserfahrener seid als ich. Ich habe aber auch den Vorteil, dass ich ein bisschen lebenserfahrener bin als viele von euch Jungen, die meinen, man müsste alles innerhalb von 25 Jahren schon erledigt haben. Ich habe jetzt 55 auf dem Buckel und bin immer noch unterwegs. Und ich habe gelernt, auf die schmerzhafte Tour, dass die Gemeinde Gottes ein Ort der Ruhe ist, wo es nicht darum geht, dass ich die Gemeinde zu einem Hochleistungsbetrieb mache für Hochleistungssportler, dass ich Olympia im Fernsehen gucken kann, aber gleichzeitig weiß, halt, in der Gemeinde geht es darum, dass etwas wächst und Wachstum braucht Zeit. Mag sein, dass du vom Wort Gottes gedeckt und vom Wort Gottes gelernt ein Idealbild der Gemeinde hast und auch alles tust und dich darauf einsetzt, deine Gemeinde dorthin zu führen, aber es braucht Zeit. Organisieren kann ich von heute auf morgen. Organisation kann ich machen. Aber ist euch aufgefallen, dass der Herr nirgends in seinem Wort davon spricht, dass die Gemeinde eine Organisation ist? Und dass er keine Manager einsetzt in der Gemeinde, die was machen, reißen und organisieren, sondern Hirten, die Wachstum begleiten, fördern und eine Umgebung schaffen, in der Wachstum geschehen kann. Und dann kann das sehr entspannt aussehen. Dann nimm deinen Liegestuhl, setz dich mitten auf den Ackerfeld und schau dem Gras beim Wachsen zu. Dieser Ort des Wachstums bedeutet, dass es sich verändert. Wo Stillstand ist, ist Verwesung. Grundlektion habe ich bei Vater im Garten gelernt. Wenn etwas nicht mehr wächst, verwest es. Aber du siehst das Wachstum nicht immer. Hab Geduld. Und ab und zu empfinde es nicht als Kompliment, wenn dir einer sagt, du bist immer noch der gleiche wie, ja? Also wenn der Johann jetzt da wäre und mich umarmt hätte bei der nein, nicht zu Corona-Zeiten, aber wenn er mich gegrüßt hätte und sagt, nein, du bist immer noch der Alte, dann hätte ich innerlich eine Träne vergossen und mich nachher in den Armen meiner Frau ausgeheult. Wie kann das sein, dass ich 2, 3, 4 Jahre später immer noch der gleiche bin? Kein Wachstum geschehen? Keine Veränderung stattgefunden? Guck dich an. Als Ackerfeld Gottes sind wir dazu da, Wachstum zu zeigen, aber wir sind nie dafür da, für das Wachstum verantwortlich zu sein. Wachstum schaffen kannst du nicht, du kannst nur Wachstum fördern. Schaff eine Umgebung, in der das Wachstum geschehen kann. Das ist unsere Verantwortung. Aber für das Wachstum anderer können wir keine Verantwortung übernehmen. Für das eigentliche Wachstum anderer bist du nie verantwortlich. Entspann dich, sei gelassen, ist Gottes Sache. Du bist dafür verantwortlich, dass eine Umgebung da ist, in der er wachsen kann. Was lebt, das wächst. Frucht in deiner Familie zu sehen? Wie lange bist du Christ? 2 Jahre? In manchen Teilen der Welt wärst du jetzt schon in der Gemeindeleitung. 5 Jahre? Toll. Da hast du die Grundlagen gelegt, was stehst in vollem Saft. Ich 50 Jahre? Scham. Bringe ich dementsprechend Frucht? Denn das ist unsere Berufung. Der Herr hat uns in den Ackerboden, als Ackerboden der Gemeinde, damit er seine Frucht hat. Der andere Satz davor hieß, oder der Satz, der dazugehört, ist, wir sind Gottes Mitarbeiter. Gott allein baut seine Gemeinde, ja. Gott allein rettet die Welt, ja. Aber er tut es nicht alleine.
Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, warum Gott durch dich wirken möchte? Nur, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich weiß, dass er durch mich wirken möchte, weil es ein größeres Wunder gar nicht gäbe. Weil er vor allen Engeln der sichtbaren und der unsichtbaren Welt deutlich machen will, ich bin so herrlich, so stark, ich kann selbst mit Heinz was anfangen. Und an manchen Morgen wache ich auf und sage, Herr, so, tut mir leid, dein Ärger beginnt, der Heinz ist wach. Aber Gott verherrlicht sich, indem er durch uns wirkt, uns zu seinen Mitarbeitern macht. Nicht nur, um seine Größe deutlich zu machen, sondern weil das die engste Form der Gemeinschaft ist. Du willst Christus erleben? Ja, dann musst du sein, wo er ist, und er baut seine Gemeinde. Du willst Christus erleben und seine Stärke sehen? Dann musst du erleben, wie er durch dich wirkt. Wenn du dein geistliches Leben auf Sparration setzen willst, dann arbeitest du nicht mit. Und deine geistliche Muskulatur wird verkümmern wie mein linker Arm, als ich beim Fußballspiel mal dumm draufgefallen bin und einen Gips hatte. Und nach ein paar Wochen war der dünner als der rechte. Und Muskeln, die nicht betätigt werden, verkümmern. Und dann stehst du nach 2, 3 Wochen Fieber, stehst du geschwächt auf und die wackeln die Knie. Ja, du hast sie nicht bewegt. Und du wunderst dich, warum dein geistliches Leben schwach ist? Ja, weil du nicht mitarbeitest und erlebst, wie Gott in und durch dich wirkt. Es geht um die Gemeinschaft zwischen ihm und dir. Und indem er durch dich mir begegnet, indem du dich von ihm gebrauchen lässt, entsteht dieses Wunder, dass Gemeinde auch noch horizontal funktioniert, dass wir miteinander Gemeinschaft haben können. Wer Sehnsucht nach Gemeinschaft in der Gemeinde Gottes hat, soll nicht warten, bis Leute auf ihn zukommen. Hört auf, Anforderungen an andere zu stellen, die Gemeinde sollte, müsste, könnte, sondern stell dich Gott zur Verfügung. Und für jede Aufgabe, die die Gemeinde machen soll, wird der Herr Mitarbeiter haben. Und wenn er für die Aufgabe keine Mitarbeiter hat, dann ist die Aufgabe noch nicht in seinem Zeitplan dran. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Und dann wollen wir loslegen. Und ich mag dieses Bild, weil wenn ich euch fragen würde, wer kommt mit auf Sackerfeld? Und ich verspreche euch, voll klimatisierte Führerkabine, GPS-gesteuerte Kurssetzung, hocheffiziente Leistungsmaschine, Radio natürlich dabei, und dann darfst du Drecker fahren. Wie viele wären da dabei? Macht Spaß, oder? Wie oft versuchen wir, Gemeindemitarbeit nicht über Gemeinschaft mit Gott zu motivieren, sondern was du davon hast, und wundern uns dann, dass Mitarbeiter, die ständig für sich arbeiten, wenig für ihren Auftraggeber arbeiten. Und jeder Chef weiß, wie es ist, wenn er Angestellte hat, die in die eigene Tasche wirtschaften. Oder jedes Volk weiß, wie es ist, wenn ihre Politiker sich selber die Taschen voll machen, statt dem Auftraggeber zu dienen. Nein, ich motiviere euch nicht mit dem, was Spaß macht am Dienst. Da gibt es ganz vieles, aber an erster Stelle wäre es die Gemeinschaft mit Gott. Die Korinther dachten auch nicht an Mähdrescher. Für die Korinther sah die Ackerfeldarbeit eher so aus. Ich hatte mir noch Bilder angeguckt, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland aussah. Und da sah ich dann die Arbeitskolonnen mit ihren Spitzhacken da in der Reihe nebeneinander gehen. Manche von euch, die ihre biografischen Wurzeln im Osten haben, können da bestimmt Zählungen machen, wie das aussieht ohne Mähdrescher. Das wäre jetzt ein Bild, an das die Korinther denken würden. Ich habe Schwielen an den Händen, ich habe einen Grabstock, der Boden ist hart. Die Mitarbeiter sind zu wenig, aber auf Knien kommen wir voran. Lass uns mal diese Mitarbeiter Gottes kurz angucken. Ich habe vorher gesagt, Mitarbeiter Gottes sind entspannt. Tja, Mitarbeiter Gottes sind dienstbereit. Wir springen zurück an den Anfang des Textes. Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Du willst entspannt Mitarbeiter Gottes sein? Dann hör auf, dich mit den Kämpfen zu beschäftigen, die du dir selber ausgesucht hast. Mitarbeiter Gottes stellen sich den Kämpfen, die Gott ihnen gesetzt hat. Hör auf, dir selbst Kämpfe zu verordnen. Hör auf, dir deine eigenen Fronten zu suchen. Hör auf, dich irgendwie über andere erheben zu wollen und ihnen von oben herab den Kopf waschen zu wollen. Dort, wo in jeder Gemeinde ganz viel Platz ist, ist ganz unten. Rutsch auf Knien durch die Reihen der Gemeinde und wasch deinen Gemeinde
Mitgliedern die Füße. Da ist immer Platz. Da will nämlich nicht so viele hin. Da hast du immer freie Fahrt. Es ist gefährlich, gerade auch Glaubensgeschwistern gegenüber, den Nacken zu zeigen und sich vor ihnen zu demütigen und ihnen zu Diensten zu stehen. Du weißt nie, ob sie das missbrauchen. Und manch einer, der in der Mitarbeiterschaft steht, weiß, ja, es gibt Fälle, wo es missbraucht wird und wo du nicht weißt, was alles jetzt von oben regnet. Unser Sohn, Pastor in Worms, hat gerade so Wochen hinter sich, wo er sagte, manchmal kamen da Sachen, die verstehe ich gar nicht, wie das sein kann. Du bist Diener. Definier dich nicht als Macher. Dazu warst du nie berufen. Definier dich nicht zum Besitzer des Ackerfelds. Du bist nie für dieses Ackerfeld gestorben und hast mit deinem Blut einen teuren Preis bezahlt. Definier dich als Diener, der auf das Ackerfeld deines Herrn geht. Und das entspannt vieles. Du bist nie die Ursache fürs Wachstum. Du bist höchstens das Mittel, das der Herr benutzt, deine Umgebung zu schaffen, damit er das Wachstum schaffen kann. Und dabei hat er dich beschenkt, einem jeden, wie Gott ihm gegeben hat. Wenn du jetzt den Eindruck hast, das ist nicht fair, ich will kein Diener sein, halt, stopp. Du bist einer, der durch das Blut Christi erworben, erkauft ist, der zum Glauben fand in der Aufnahme des Wortes Gottes, der diesen Moment kannte, wo er auf die Knie ging und sagte, ich kapituliere, ich nehme das an, Herr, was du für mich geschaffen hast, vergib meine Schuld. Ich danke dir, dass du mir meine Schuld vergeben hast und dein neues, ewiges Leben gegeben hast. In diesem Moment wird dich der Heilige Geist ausrüsten. Ab diesem Moment hast du was zu tun. Nein, du musst nicht erst 10 Jahre Theologie studieren. Bibelschule ist eine tolle Idee. Ich lade jeden ein, mit mir oder mit anderen Bibelschülern in euren Reihen ins Gespräch zu kommen. Herzliche Einladung. Es sollen noch einzelne Plätze für Oktober frei sein. Aber Bibelschule als Vorbereitung zum Dienst ist nicht die Notwendigkeit, die da sein muss, um in Dienst zu gehen. Gott hat dich begabt mit den Gaben des Geistes zum Aufbau der Gemeinde. In dem Moment, wo du sein Kind wurdest. Es geht nur darum, ob dein Arm verkrüppelt und verkümmert, weil du ihn nicht bewegst, oder ob du deinen geistlichen Stoffwechsel anregst und dich mit einstellst. Du bist ein beschenkter Mitarbeiter. Gott missbraucht dich nicht. Gott drückt dich nicht aus wie die Zitrone, um dann die Reste wegzuschmeißen. Sondern Gott gab dir seinen Geist, um durch dich auf seinem Ackerfeld zu arbeiten. Was für ein Privileg. Wenn es darum geht, dass ich mich in den Spiegel gucke und sage, sag mal, wer denken die eigentlich, dass ich bin? Kommt jetzt nie vor, dass ein Schüler mir mal vors Schienbein treten will oder ein Kollege oder die lieben Mitgeschwister in der Gemeinde irgendwie komisch sind. Aber wenn es vorkäme und ich innerlich den Zorn aufwallen spüre und ich merke, das läuft jetzt schief, dann erinnere ich mich, es kommt ja doch vor, dann erinnere ich mich, Heinz, wer bist du eigentlich? Ich bin Heinz, Diener, gesandter Diener des Allmächtigen. Ich bin nur Diener, aber ich bin Diener des Allmächtigen. Gibt es was Besseres? Gibt es was Größeres? Ich bin ein beauftragter Diener, wie es der Herr mir gegeben hat. Definier dich so. Und deine Not der Gemeindemitarbeit wird anders, weil du in der Gemeinde mitarbeitest als Mitarbeiter Gottes. Mitarbeiter Gottes sind nicht nur dienstbereit, Mitarbeiter Gottes sind unterschiedlich. Ich liebe dieses Bild. In den Stall der deutschen Redewendung ist diese eierlegende Wollmilchsau irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg eingezogen und wurde dann in den 60er Jahren in Papieren der Bundeswehr gebraucht als Ausdruck für jemand, der alles und jedes kann oder meint zu können. Oder ein Werkzeug, was alles und jedes kann oder meint, alles können zu sollen. Die Viecher gibt es nicht wirklich. Das ist eine Fotomontage. Du magst enttäuscht sein, wenn du in den Spiegel guckst, aber ich sag dir, das, was du dort siehst, wenn du glaubst, es wäre eine eierlegende Wollmilchsau, die gibt's nicht. Es gibt Allrounder unter uns, die alles ein bisschen können. Und die zu beobachten, führt mich manchmal zur Überlegung, ich müsste auch alles können, aber die können gar nicht alles. Die können auch einzelne Sachen besser als andere. Die sind auch von dem Herrn auf dem ein oder anderen Feld stärker begabt. Und dann brauchst du nicht alles sein. Das Bild, was uns vielleicht näher liegt, und ich weiß nicht, ob ihr Haustiere oder Bauernhoftiere hält bei euch zu Hause, aber jeder von uns hat ein bisschen Werkzeug rumliegen. Was wäre das armselig, wenn in meinem Werkzeugkoffer nur Hammer wären?
Da gibt es nur den Heinz und dann gibt es den Heinz und der Heinz sagt, wenn einer richtiger Christ sein will, dann muss er so sein wie ich. Und dann ist dein Werkzeugkoffer gefüllt von lauter, und jetzt ja, könnt ihr die Schüler fragen, Johann fragen, ob ich jetzt mehr der Hammer bin oder eine Kneifzange, die mal zwickt, oder ein Dorn, der mal sticht, oder einfach ein stumpf gewordener Schraubendreher, der zu nichts mehr taugt. Die Gemeinde Gottes ist eine volle Sammlung von Werkzeugen, die der Herr bereitet hat für unterschiedliche Aufgaben, und er packt sie zusammen in eine Werkzeugkiste. Schlimm, wenn die alle gleich wären. Wenn du dem zustimmst, wenn du sagst, ja, der Heilige Geist begabt, wie er möchte, nicht wie wir wollen. Wie er möchte, nicht wie die Gemeindeleitung das will. Wie er möchte, nicht was gut aussehen würde für die Welt. Sondern der Heilige Geist gibt die Gaben, wie er will, und er beruft in die Gemeinde, wen er braucht, um diese Gemeinde zu erbauen. Dann weißt du auch, dass du nicht alles können musst. Entspann dich. Gemeinde Gottes sind unterschiedlich. Halleluja. Und das, was uns manchmal so Schwierigkeiten macht, weil wir unterschiedlich sind, wäre Grund, um gelassen damit zu arbeiten. Wäre der Grund, dass ich sagen kann, ich muss nicht alles können. Hör auf, jede Not, die du in der Gemeinde siehst, immer als deinen Auftrag zu erleben. Ist er nicht. Komm mal ins Gespräch mit der Gemeindeleitung, dann wirst du feststellen, das ist nicht alles dein Auftrag. Gut, dass du siehst. Gut, dass du auf die Knie gehen kannst. Gut, dass du am Abend in der Einsatzbesprechung beim Bauern mit dem Eigentümer des Ackerfeldes sagen kannst, Herr, schick Arbeiter in deine Ernte. Wir sind zu wenig, da gibt es so viel Arbeit. Und wir könnten da auch jemand brauchen, der, und dann nenn ihm das. Aber du musst nicht alles selber tun. Du bist gar nicht dazu geschaffen, alles selber zu tun. Das ist die Hybris, das ist der Hochmut von uns Mitarbeitern, die meint, wir müssten alles selber reißen. Nicht jede Not ist der göttliche Auftrag in dein Leben. Schreib dir das hinter die Ohren und du gehst entspannter durch den Gemeindealltag. Es hört dann auch auf, dass du dich vergleichst. Weil wenn ich mich vergleiche, ich habe das Vorrecht, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, wo jeder Einzelne so weit über mir steht, dass ich bei jedem Sachen nennen könnte, die ich von ihm lernen möchte und versuche zu lernen und es einfach nicht hinkriege. Aber ich brauche mich nicht mit ihnen vergleichen und dann in Krampf und in Not, Minderwertigkeitsgefühle, komplex beladen, versuchen, meine Mitarbeit in der Bibelschule zu führen, sondern ich darf den Blick heben und sagen, Herr, ich bin dein Mitarbeiter, wie gut, dass es die gibt. Wie schön, dass ich mit ihnen zusammenarbeiten kann. Dann will ich ihnen aus dem Weg gehen und sie nicht kritisieren, nicht hindern. Ich will sie begleiten, ja, und ich will darüber staunen, was du durch sie tust. Du darfst im Team arbeiten. Leute, macht keine Gemeindemitarbeit, die alleine läuft. Oh Leute, ich könnte anfangen zu predigen hier, nur dass die Zeit wegläuft. Weil es schlussendlich nicht von dir abhängig ist. Mitarbeiter sind unterschiedlich. Mitarbeiter sind unterschiedlich. Aber es gibt einen, von dem alles abhängt. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Es liegt nicht an dir. Gelassene Mitarbeit im Reich Gottes. Schlussendlich sind alle Mitarbeiter gleich wichtig. Schlussendlich sind alle Mitarbeiter im Reich Gottes gleich unwichtig. Egal, welche Seite du betonen willst, ich freue mich darüber. Verzeiht, Handyanruf, der schaltet sich in meine Hörgeräte durch. Mitarbeiter Gottes in seinem Reich sind gleich unwichtig, weil er ja die zentrale Stelle hat. Und im Vergleich zu seiner zentralen Stelle, wer sind schon wir? So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Leg dein Messias-Komplex, als ob alles an dir hängt, zur Seite. Hör auf, in der Gemeindeversammlung zu reden von, wenn nicht ich, wer macht's dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Man sollte, man müsste, man könnte. Spricht mit eurem Heiland, geht auf die Knie, fastet, betet und tut, was er dir, was er euch sagt. Und dann wird er sich drum kümmern. Wir sind nicht die, an denen die Gemeinde hängt. Pastor Johann, wenn es dich mal einen Sonntag rausnimmt, ich habe die Gottesdienste hier sehr genossen, den ersten und selbst jetzt den zweiten, und ich werde auch das zweite Abendmahl genießen. Entspann dich. Wir sind als Mitarbeiter ersetzbar. Und das ist eine Haltung, die uns vom Burnout
beschützt. Nicht ersetzbar ist Gott. Er, der das Wachstum gibt, er muss im Mittelpunkt stehen. Lasst mich einen letzten Gedanken noch sagen. Wenn ihr mich falsch verstanden habt, dann könnte das so klingen wie ein Aufruf, zieh dich zurück. Nee. Du bist Teil der Gemeinde Gottes. Wer nicht mitarbeitet, steckt die Gaben, die Gott ihm gegeben hat, in die eigene Tasche und setzt sie nicht ein, wofür sie ihm gegeben wurden. Das nennt man Veruntreuung. Das nennt man Sabotage im Reich Gottes. Das ist der Guerillakrieg gegen den, der sich mit seinem Blut erworben hat. Also ich bin der Letzte, der dich auffordert, jetzt die Füße hochzulegen. Nur deine Haltung muss die richtige sein. Sonst verbreitest du in deinem Leben und im Leben anderer nur Schaden. Diese Mitarbeit, von der ich spreche, die kostet Kraft, die kostet Zeit, die kostet Nerven. Als unser Herr hier auf Erden kam, hat er gelitten, hat er Verfolgung erlebt. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Sie wollten nicht glauben, dass er auferstanden ist. Also unser Herr weiß, dass Gehorsam seinem Vater im Himmel gegenüber durchs Leiden führt. Du betrachtest dich als sein Nachfolger? Du sagst, du willst Christus nachfolgen? Ja, dann folg ihm nach. Dann geht es zuerst durchs Leiden. Dann werd eins mit ihm im Leiden, im Kampf, in der Not, in den Tränen von Gethsemane oder im Gemeindealltag. Denn wenn der Herr wiederkommt in Herrlichkeit, haben wir die Verheißung, dass wir, die wir ihm nachfolgen, dann auch ihm nachfolgen werden in Herrlichkeit, in der Herrschaft, in der Verantwortungsübernahme über Welt und über Engel. All das sagt sein Wort. Wir möchten nur manchmal die Abkürzung gehen, gleich von der Nachfolge Jesu in die Herrlichkeit. Aber es gäbe kein Heil für uns, hätte der Herr auch so gedacht und wäre die Abkürzung gegangen und hätte sich nicht erniedrigt durch das Tal, in dem er sein Leben für uns gab. Manchmal kostet Mitarbeit echt Tränen. Ja. Und sagt mir nach den letzten 2, 3 Wochen nicht, dass ich es nicht kennen würde. Aber der Herr hat verheißen, dass Mitarbeiter der Gemeinde manchmal unbedankt bleiben, dass Mitarbeiter der Gemeinde manchmal vergessen werden, wenn die Ältesten ein Dankeschön rumschicken. Alles gut, wer sagt den Ältesten Danke? Wann habt ihr das letzte Mal eure ältesten Ehefrauen, das sind herkömmlicherweise die einsamsten Personen einer Gemeinde, eure Pastoren-Ehefrau mal in Urlaub geschickt, habt mal der Familie eures nehmt irgendeinen Mitarbeiter, mal was Gutes getan als Dank. Aber selbst wenn das alles nicht eintritt, der Herr, der ins Verborgene sieht, der weiß genau, was du leidest und er belohnt dich. Der letzte Vers hier, 8. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Nicht nach dem Erfolg seiner Arbeit, nicht nach der Sichtbarkeit seiner Arbeit, nicht nach der geschliffenen Rhetorik eines Homiletiklehrers, der Predigtkunde, am Predigten am Sonntagmorgen, sondern nach der Mühe, nach der Müdigkeit, die ihn nach seiner Arbeit quält. Der Herr hat alles erschaffen oder erkauft. Er lässt sich nichts schenken. Oh, Gott schenkt uns alles. Aber wir können ihm nichts schenken, was nicht sowieso schon ihm gehört. Und wenn ich jetzt mein Leben, das er geschaffen hat und das er dem Kreuz auf Golgatha und durch die Auferstehung erworben hat, also ihm gehört, ihm einsetze, für ihn einsetze, dann kann ich nicht davon sprechen, dass ich ihm etwas gebe. Ich gehöre ja sowieso ihm. Du hast doch gar keine andere Wahl. Was ist das für ein verrückter Gedanke, wenn man sagt, nach dem Abitur gebe ich dem Herrn ein Jahr meines Lebens, als ob er am Kreuz gestorben wäre, um ein Jahr deines Lebens zu haben, in dem du interkulturelle Erfahrungen in Afrika machen kannst. Er hat dein ganzes Leben erworben. Er ist der Herr deines Lebens. Und dieser Herr deines Lebens sagt, geh an die Arbeit, schaff auf dem Ackerfeld, mit all dem, was dazugehört, tu, was ich dir sage. Und weißt du was? Wenn du dann eines Tages vor mir stehst, kommst du nie in das Gericht, wo über Hölle und Verdammnis geurteilt wird, weil ich dich bereits erworben habe. Weil Johannes sagt, wer an den Sohn glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Wer an den Sohn nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn der Zorn Gottes bleibt über ihm.
Nein, in das Gericht komme ich nicht, aber ich werde Rechenschaft ablegen müssen über das, wie ich in meiner Gemeinde gelebt habe, zu deren Glied Gott mich gerufen hat. Er hat dich nie erworben, damit du einsam und allein in seiner Nachfolge stehst. Er hat dich immer erworben, um in der Gemeinschaft der Glaubensgeschwister die Gaben einzusetzen, die Gott dir anvertraut hat. Und jetzt sagt er, und wenn du dann vor mir stehst, könnt das nachlesen in den kommenden Versen nach diesem Predigttext, dann wird abgerechnet und dann wird geprüft und dann wird das, was Bestand hat, belohnt und alles andere vergeht. Da geht es nicht um Strafe, sondern da geht es um Belohnung. Es müsste das Ende einer jeglichen Suche nach Mitarbeitern in der evangelisch-freikirchlichen, also in der evangelischen Freikirche Kalletal sein, wenn wir das nicht nur glauben würden, sondern beherzigen würden. Warum strenge ich mich an, nach 70 Jahren dies und jenes erworben zu haben, Selbstverdientes über das zu stellen, was mir der ewige Schöpfer Gott als Belohnung für die Ewigkeit gibt? Da, wo ich Herzblut und Schweiß vergieße, um mir ein schönes Leben zu machen und glaube, ich hätte was erreicht mit 70, du wirst alles hinter dir lassen. Und was sagt der Prediger? Wer weiß schon, ob die nächste Generation weise damit umgeht oder nicht. Das ist alles eitel und Haschen nach Wind. Das sind die schöneren Worte und die sind inspiriert. Heinz würde das anders formulieren. Heinz würde sagen, du armer Floh, der sich am Haar eines Hundes festhält und behauptet, dieser Hund gehört mir. Du musst doch dahin, ob dein Haus voll verklinkert ist oder nicht. Verzeiht, aber merkt ihr, wie lächerlich es ist, wenn wir sagen, wir haben keine Zeit für Gemeinde, weil wir Wichtigeres zu tun haben? Um irdischen Gewinnswillen die Ewigkeit vergessen? Wir reden die ganze Zeit von der Ewigkeit. Wir feiern das Abendmahl im Blick, bis Christus kommt und wiederkommt und wir zu ihm dürfen. Wir singen in unseren Liedern, dass er eine Wohnstätte für uns bereitet hat. Ja, aber wir leben so, als ob wir dort nicht hin wollen, als ob wir dort nie hinkämen. Ich fürchte, dass nach einer Sekunde der Ewigkeit es völlig egal ist, ob ich diesen tollen, was habe ich die Woche gesehen, ein toller BMW, Elektroantrieb, wo die Tränen der Begeisterung dir bei der Beschleunigung direkt vom Auge ins Ohr tropfen. Das ist toll. Aber nach einer Sekunde in der Ewigkeit spielt es keine Rolle mehr. Was würde das verändern in unseren Familien, wenn du Ehemann deiner Frau sagst, weißt du, ich schätze das unheimlich, was du mitleistest. Ich weiß nicht, wie bei euch die Aufgabenverteilung aussieht, aber wir könnten ja auch gemeinsam entscheiden, dass der Gartenpflege leichter eingerichtet wird, dass der Haushalt nicht ganz so, man muss nicht vom Dielenboden im Vorraum der Wohnung gleich Mittagessen können. Vielleicht fahren wir das ein bisschen runter und wir setzen uns mehr in der Gemeinde ein. Vielleicht wäre es wichtig, die Kinder nicht mit der zweiten, dritten Nachhilfeunterricht zu plagen, nur damit sie von der 3 auf die 2 kommen. Oh bitte, wir haben den Auftrag als Eltern, sie lebensfähig zu erziehen. Aber lebensfähig bedeutet auch, sie vorzubereiten, eines Tages im Gericht vor Christus bestehen zu können. Und ihnen dann mal eine Mitarbeiterschulung zu ermöglichen, ihnen mal eine Freizeit zu ermöglichen, wo sie geistlich wachsen können. Und sie nicht zu überfordern, dass sie neben Klarinetten, Oboe und Klavierunterricht auch noch Englisch, Mathe und Physik Nachhilfe brauchen, um möglichst gut durchs Leben zu kommen und dann beschämt vor dem Richterstuhl Christi zu stehen. Versteht ihr, von was ich rede? Oh. Mitarbeiter Gottes sind erwartungsvoll. Und dann hört die Gemeinde Christi auf, sich nach Mitarbeitern umzugucken, weil die Schlange von hier bis hinten zum Ausgang steht. Und die Frage ist, ihr lieben Ältesten, wo könnt ihr mich gebrauchen? Klein ist die Kraft, schwach das Licht, groß der Gott, der mich berufen hat. Ich möchte entspannt mitarbeiten, weil ich weiß, dass mein Gott in meiner Schwachheit mächtig ist. Dann hätte unser Einsatz ewigen Wert. Ihr Lieben, ich hoffe für euch und ich bete für euch als Gemeinde, dass ihr ein bisschen diese Grundlektion der biblischen Gemeindelehre verinnerlicht. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld. Und wenn du dich bisher zum Ackerfeld gerechnet hast und dich zum Wir der Mitarbeiter zählen möchtest, ist heute ein guter Weg, damit anzufangen. Sag's deinem Herrn,
und sprich mit jemand anderem drüber. Zu Gottes Ehre. Amen.